Wir haben Sommer und da stellt sich doch die Frage, welche Filme kann man sich im Sommer gut anschauen? Und da wir hier ja ein Kanal sind, der sich meistens mit Horror- oder Actionfilmen beschäftigt, habe ich mir gedacht, ich präsentiere euch heute Horrorfilme, die super zum Sommer passen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die Idee gefällt, denn vielleicht gibt es dann auch ein paar zwei. Und lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr hier neu auf diesem Kanal seid. Viel Spaß mit dem Video, Freunde. So, ich grüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und heute, ja, wie gesagt, ein paar Filme, die ich euch präsentieren möchte, die super zum Sommer passen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Format bei euch ankommt. Wie gesagt, wenn es euch gefällt und ihr vielleicht hier auch noch was zu beisteuern könnt, dann ab damit in die Kommentare. Und wenn ihr einen zweiten Part wollt, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und natürlich auch mit einem Kommentar, dann weiß ich da Bescheid. Und ich würde sagen, wir legen hier direkt los mit der ersten Empfehlung. Und das ist hier mittlerweile kein Geheimtipp mehr, weil da gab es schon mal eine Ausgabe von Filmgeheimtipps. Aber der Film passt halt echt trotzdem richtig gut zum Sommer. Aber man muss sich natürlich auch im Klaren sein, dass der Film absolut nichts für schwache Nerven ist. Also er ist ziemlich nervenaufreibend. Ich rede hier von Eden Lake. Hier zeige ich euch einmal das Cover. Hier das Mediabook von Pretz Media, das war damals exklusiv, die ganze Sache. Gab es auch mal eins von NSM Records, die Erstauflage, kennt wahrscheinlich auch jeder. Aber ich muss sagen, hier das Artwork gefällt mir richtig, richtig gut auf jeden Fall. Schönes Artwork, richtig cooles Artwork. Und ja, zum Film, um was geht's hier? Ich kann ja mal kurz den Inhalt erzählen. Ja, ein Ehepaar, die fahren eben an den See, den Eden Lake hier eben. Und dort tauchen dann plötzlich ein paar Jugendliche auf und zuerst ist dann nur so ein bisschen Blödelei, die ja, provozieren mit lauter Musik. Aber dann klauen sie ihnen das Auto und dann eskaliert der Streit so extrem, dass sich diese ganze Location rund um den See zu einem wirklichen Horrorschauplatz entwickelt. So viel möchte ich hier immer verraten. Mir nicht. Richtig genialer Film, aber auch nicht leicht zum Anschauen. Ziemlich harter Tobak und ein richtig cooles Cover auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Film, den ich euch präsentieren möchte, der auch super cool für den Sommer definitiv ist. Und da kommen natürlich die Slasher-Fans jetzt wieder auf ihre Kosten. Hier The Mutilator gab es auch mal in einer Film-Geheimtipps-Ausgabe. Wirklich cooler Film. Kann ich euch echt nur empfehlen. Also der Film ist klasse. Der ist leider nicht so bekannt. Wirklich nicht. Also ich verstehe immer noch nicht, warum den nicht so viele Leute kennen. Der ist genial. Hier geht es eben darum, dass ein paar Jugendliche, die fahren an See, nee, Quatsch, nicht an See, ans Meer. Der spielt sogar direkt am Meer, was wir relativ selten bei einem Slasher haben, weil welcher Slasher spielt denn schon am Meer? Ich glaube mal keiner. Auf jeden Fall fahren die dorthin und die wollen da irgendwas renovieren, das Strandhaus. Aber dann taucht da plötzlich ein Killer auf und jagt sie. Und ja, dieser ganze Strand, die Location ist auf jeden Fall cool. Und die Auflösung am Ende auch. Und deswegen kann ich hier nur wirklich eine Empfehlung rausgeben. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Film. Und der ist auch richtig gut auf jeden Fall für den Sommer geeignet. Ja, Touristas, Touristenfalle. Ja, nee, Tourist Trap hieß ja der Film Touristenfalle. Der hatte den zweiten Namen Tourist Trap. Der hier ist nur Tourist, das ist aber auch egal. Das hier ist das Mediabook. Da gibt es noch eine Unrated-Fassung, wen es interessiert. Die ist hier nicht enthalten, leider. Warum? Weiß ich nicht. Müsst ihr das Label fragen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, fehlen da, soweit ich weiß, nur ein paar Sekunden. Gut, um den Film geht es jetzt um ein paar ja, Urlauber, Touristen eben, die in Brasilien mit ihrem Bus eine Panne haben und dann auf jeden Fall plötzlich ja, verschwinden. Und was da wirklich dahinter steckt, ist ziemlich krass auf jeden Fall. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so passiert. Ziemlich genialer Horrorfilm, fast aber allerdings eher schon so ein Thriller. Kann ich euch aber wirklich nur empfehlen. Ich glaube, da mache ich mal eine Filmgeheimtipps-Ausgabe zu demnächst mal irgendwann. Kommen wir aber jetzt erstmal zur nächsten Empfehlung, die auf jeden Fall auch definitiv was für den Sommer ist. Denn hier haben wir natürlich auch ein Sommercamp, einen schönen See, schönes idyllisches Plätzchen. Allerdings keine so idyllische Handlung. Hier geht es nämlich um The Burning, brennende Rache. Ja, der Film ist, denke ich mal, bekannt. Aber ich wollte den unbedingt mit reinnehmen, weil ich den gern mag auf jeden Fall. Ist ein cooler Slasher. Cooles Artwork auch hier schon mal. Das spricht halt schon mal einiges. Und das hält der Film halt auch in Sachen Kills auf jeden Fall. Hier geht es um Krupsy oder Krupsy. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der Typen Campaufseher, der nicht so gut zu den Kindern ist. Die überreagieren dann vielleicht ein bisschen, weil die fackeln gleich seine komplette Hütte ab, was natürlich ja, ein bisschen überreagierend ist, kann man schon so sagen. Auf jeden Fall hat der arme Kerl dann Verbrennungen
und findet das natürlich nicht so witzig, als er zurück aus dem Krankenhaus kommt und jagt dann Jugendliche. Natürlich leider nicht die, die das ihm auch angetan haben, aber ist ihm dann relativ egal. Auf jeden Fall den nächsten Jahrgang, der hier in diesem Camp ist, der ja, hat auf jeden Fall ein Problem. Sagen wir mal so viel zur Story. Genialer Slasher, kann ich euch nur empfehlen. Super atmosphärisch. Und auch wenn ich jetzt die Story ein bisschen witzig erzählt habe, der Film ist richtig cool. Also ehrlich, ein genialer Horrorfilm. Sehr atmosphärisch, ziemlich hart an der einen oder anderen Stelle. Definitiv was für die Slasher-Fans. Und definitiv was für die Slasher-Fans ist auch der nächste Film. Und ja, gut, der spielt, glaube ich, auch im Sommer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hier haben wir eher so eine Wald-Location, aber irgendwie hat der Film so Sommer-Vibes für mich. Und deswegen wollte ich den mit reinnehmen. Blood Rage. Und Blood Rage ist ein cooler Slasher. Ist einer meiner absoluten Lieblings-80er-Jahres-Slasher. Und wenn ihr den nicht kennt, Freunde, habt ihr was verpasst. Der Film ist super auf jeden Fall. Hier geht es darum, dass in einem Autokino ja, einer zweier Brüder bringt einen um. Also bringt jemanden im Autokino um. Und er schiebt die Tat allerdings seinem Bruder in die Schuhe. Und der kommt dann in eine Nervenheilanstalt, bricht dort ein paar Jahre später aus. Und plötzlich beginnt die Mordserie wieder, dass das natürlich der andere Bruder ist. Versteht natürlich erstmal niemand. Aber ja, verdächtig wird natürlich der, der es eigentlich von Anfang an nicht war. Genialer Film und coole Atmosphäre, toller Slasher auf jeden Fall. Und den letzten Film, den ich euch jetzt hier präsentiere, ja, ich denke mal, dass es kaum jemanden von euch gibt, der diesen Film nicht kennt. Aber ich wollte ihn hier mit reinnehmen, weil ich habe ihn jetzt vor kurzem erst gesehen und da wird es auch was zu geben. Noch dieses Jahr, aber ich möchte jetzt hier nicht spoilern, deswegen sage ich gar nicht, wie er mir gefallen hat oder so. Ich sage nur Schocktober, da kommt da was dazu, das habe ich hier schon gespoilert, aber ja, wartet mal ab, da kommt auf jeden Fall was zu. Und ich rede hier von Voodoo und den kann ich euch im Sommer definitiv empfehlen. Wie ich den Film fand, das verrate ich euch nicht, das erfahrt ihr dann, wie gesagt, demnächst. Aber der Film hat auf jeden Fall eine super coole, ja, Sommerlocation auf dem Meer und dann auf einer Insel, hat auf jeden Fall was. Und da ich den jetzt erst vor kurzem gesehen habe, wollte ich den jetzt auf jeden Fall hier noch mit reinnehmen. So, ansonsten, Freunde, war es das mit dem heutigen Video. Wenn ihr euch, wie gesagt, ein Part 2 wünscht, ab damit in die Kommentare und zeigt mir das mit dem Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer MoviePiro911 und ciao! Ito.